So, hallo und herzlich willkommen zurück. Und das Castle nennt sich ja Cosmos Castle. Vielleicht soll der Kosmos auf das All anspielen. Ist, weiß ich nicht. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ha, guck mal. Sieht aus wie Schneebälle. So, was machst du da drauf? Das war unfair. Ich musste gerade husten. Okay, der hat mich voll verarscht. Da kann man nicht hochlaufen, okay. Ich würde trotzdem gerne wissen, was da ist. Auch noch ein Knochen trocken. Sonst habt ihr überhaupt keine Probleme, oder? Ein Cooper, der kommt immerhin nicht runtergefallen. Okay, also gibt es hier einfach nur zwei Wege. Ja. Einfach nur ein. Oh, wartet kurz. Ich musste mir mal kurz die Nase jucken. Ach ja. Also. Gut. Cosmo Castle. Cosmo. Cosmo, hat das nicht irgendwie so eine. Da bestimmt so eine Allbedeutung, oder? Hat er irgendwas mit dem All zu tun? Ich weiß es gar nicht. Naja. Ein sehr luftiges Castle auf jeden Fall. Ich hätte jetzt nicht unbedingt so mit damit gerechnet, aber es sieht relativ cool aus. So. Ach so. Das sind ja einfach alles Wege, glaube ich, nach oben. Alle Wege führen nach oben. Hey, das war unfair. Das konnte ich nicht wissen. Okay, da ist ein. Da ist eine Münze, die das andeuten soll. Vielleicht hätte ich das doch wissen können. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja. Entschuldigung, ey, das ist so. Och, warum sind denn hier überall Knochen trocken? Okay. Stirb, Knochen trocken. Nein, das habe ich niemals gesagt. Waren hier unten vorhin auch so viele Knochen trocken oder war hier einfach nur eine. Waren da die Sprites weg? Ich weiß es nicht. Ah, oh, nee, da war ich ja schon. Das ist aber auch ein bisschen verwirrend hier gerade. Wenn man nicht ganz so aufpasst. So wie ich gerade. Nein! Ja, spring in den Knochen, Mario. Du bist so ein Held, ey. Das ist unglaublich. Na, super. Okay. Scrolling, scrolling. Scroll nach oben. Hier müssten wir wieder ein Power-Up haben. Danke. Mittellinie. Münze. Münzen. Yeah. Ist das ärgerlich? Ist es ärgerlich? Ich glaube schon. Na, oh, das ist ärgerlich. Jetzt sind wir auf dem Luftschiff. Oder vielleicht ist es. Da komme ich halt einfach den Mund. Ziemlich bewölkt jetzt hier, ziemlich dunkle Wolken. Dafür ist alles so unglaublich. Ja. Das war so unglaublich gut von mir. Ja, okay. Es kann nur einen geben. Yeah, wuhu. Ich wollte gerade schreien, ich bin der König der Welt. Zum Glück habe ich es gelassen, es wäre sehr peinlich gewesen. Liegt eine Feuerblume, WTF. Da liegt eine Feuerblume, WTF. Feuerblume, what the. Oh, das ist aber auch gemein. Nein! Das ist alles so dynamisch, das ist ja unglaublich. Woohoo! Nein, ich will die Feuerblume behalten, ey. Die liegt doch da nicht ohne Grund. Ja, danke schön. So, unterer Weg. Und leck, wir müssen mal kurz. So, ja. So ein Mörderleck ist immer gut mitten in der Aufnahme. Dankeschön. Ich weiß auch nicht so genau, warum das passiert. Keine Ahnung.
Ich kann es euch nicht sagen. Mein PC. Es ist. Ich habe euch ja im letzten. Es ist einfach ein scheiß Tag. Es ist unglaublich. Es ist. Es ist einfach scheiße. Kann man nichts anderes so sagen. Wenn selbst die schönen Momente scheiße sind, weil. Es ist einfach. Kein andauernder Moment ist, dann ist es einfach scheiße. Es ist einfach ein scheiß Tag. Ich wäre heute besser einfach zu Hause geblieben. Da, 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 da. Und hätte niemals aufgenommen. Dann hätte ich jetzt keine Probleme. Also ich habe auch keine Probleme. So ist es jetzt nicht. Trotzdem ist es ein scheiß Tag. Und es nervt mich, dass es ein scheiß Tag ist. Und es nervt mich, dass selbst das Schöne eigentlich scheiße ist. Es ist scheiße. Balu und seine Crew. Oeo, Balu. Oeo, Balu. Freunde seien durch dick und dünn. Balu und seine Crew. Yeah. Das waren noch tolle Sendungen. Ach, das sind. Ja. Direkt alles verloren, was man verlieren kann. Super. Bam, in your face. Komm schnell irgendwo hoch. Nein, ja, bei den Stacheln kommt er hoch. So. Yeah. Ich bin der Bringer. So, Clouds Vanish Nightfall. Also wir kommen von den Wolken in die Nacht. Natürlich. Wow. Bowser Musik. Entschuldigung, ach, das ist zum Kotzen, ey. Weißt du, da ist nicht nur alles scheiße, da ist auch noch eine Erkältung und kannst nicht in Ruhe aufnehmen. Ist mir egal. Ich denke mal, mit einem Husten kommt ihr schon klar, oder? Ach ja, ist ja nicht so, als müssten wir hier alles professionell bis ins kleinste Detail hier durchgeplant und durch hier strukturiert und ohne Fehler, sonst wird's gelöscht. Das machen wir hier nicht. Machen wir nicht, weil das wäre Zensur. Und wir sind nicht in Nordkorea. Nordkorea ist ein Scheißland, wenn man das so sagen darf. Ich denke mal, ich habe keine nordkoreanischen Zuschauer. Wobei die mir vielleicht, also wenn sie nicht ganz... Wenn es ein westlich aufgewachsener Nordkoreaner ist, dann wird er mir da zustimmen. Was nicht bedeutet, dass die westliche Ausrichtung auf der Erde, also das westliche Leben, so die Industriestaaten und solche Geschichten, also die... Da, wo der Wohlstand zu Hause ist, ja, bei uns quasi, in Griechenland. Griechenland, ja. Wow! Bedeutet nicht, dass das Leben hier unbedingt perfekt ist oder das Schönste von allen, aber was man immerhin hier hat, und das hat man tatsächlich, ist so eine gewisse Freiheit. Eine gewisse. Hier könnte man, glaube ich, unendlich, wenn meine Nase nicht die ganze Zeit jucken würde und er das Ding mal mit nach oben nehmen würde, könnte man hier... Und jetzt müssten wir... Doch, funktioniert. Guck mal. Wir kriegen immer Leben. Wir kriegen immer Leben. Yeah, yeah, yeah. Wenn man sich jetzt hier in die Mitte stellen würde... Wartet. Ja. Wenn man jetzt sich hier in die Mitte stellen würde... So. Ungefähr so und immer drüber hüpfen würde... Dann könnte man... vielleicht sogar besser Leben farmen. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall kann man hier Leben farmen. Yay. Wuhu. Ich bin ein solcher Pro. Ich habe eine Lebenfarmmaschine entdeckt. Wuhu. Ich bin schon wieder in den Cooper gefahren. Ich verliere die ganze Zeit meine Power-Ups in den letzten zwei Parts. Kann es sein?
Ich hatte schon so viele Power-Ups, ich verliere die mal sofort. Rutschen! Babadaba. Gut. Also es wird ja auf jeden Fall Nacht, das sieht man ganz klar, ne? Sehr methodisch, wunderbar dargestellt, aber dass so nach der Wolken dann nochmal so ein Gebirge kommt, ist auch ein bisschen komisch. Okay, das sieht krass aus. Es ist anders. Okay, das sieht wirklich in... Ach, schade, ich dachte, das wird jetzt eine Disco-Shell. Ach, komm schon. Arbeite einfach mal mit mehr Safe-States, Cornel, dann macht... Hast du einfach weniger Probleme bei diesen scheiß Rewinds. So, lassen wir das jetzt. Also es ist echt nicht so schwer, so dass man da nicht irgendwie so durchkommen würde. Und ich mache mir hier die ganze Zeit so einen Stress. Vor allen Dingen spiele ich auch einfach schlecht. Das muss man auch. Es ist unglaublich krass, wie schlecht ich bin. Don't lose sleep over choosing a path. You are missing out on much. Also es gibt mehrere Wege und alle führen nach Rom, oder was wollte er mir jetzt sagen? Ja, das war jetzt doof. Ach, ich wollte hier so abspringen. Ja, ich will es nicht wissen. Ich würde gerne hier unten her, wenn das einfacher ist. Nein, nein. Lass mich in Frieden. Ich will doch nur Frieden auf der Erde. Och Mann, fick dich, du verfickter Koopa. Das kann nicht sein, ey. Warum tötet mich denn alles? Es ist zum Kotzen. Das war auch so knapp. Ah. Dab, 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 da. Ich laufe einfach mal in den Abgrund rein. Springen wird überbewertet. Wenn Sie vor Ihnen einen Abgrund sehen, dann springen Sie einfach rein. Mario, mach mich nicht schwach. Auch diese verfickte Fledermaus. Mann. Oh, ich will doch nur ein bisschen spielen. Die Infobox hat mich bestimmt verarscht. Ich habe bestimmt jetzt voll viel verpasst, weil ich nicht den schweren Weg gegangen bin. Ist mir auch egal. Ich will einfach ein Ziel. Ich will ein Ziel, sonst streike ich hier. Way. Uns fehlen aber noch diese ganzen Secrets, die es hier geben soll, oder nicht? Ich muss noch mal irgendwann mich da schlau machen. Ich würde wahrscheinlich sogar... Ja. Eigentlich haben wir es nicht verdient, Mario, aber geh ins Ziel und lass mich in Frieden. Na, aber es kann doch nicht die letzte Welt sein, oder? Was sagt eigentlich die Uhr? Ach ja, gut. Ein Level können wir noch. Ach, ich bin so unglaublich gut. Ich bin so unglaublich gut gelaunt. Ich mache so unglaublich gute Let's Plays. Es ist unglaublich. Jeder Mensch sollte mich dafür lieben, was ich für unglaublich gute Let's Plays mache. Meine Jünger, tragt es in die Welt hinaus. Lasst uns eine neue Weltreligion gründen. Wir glauben an den heiligen Cornel und an seine heilige Videoschrift. Wir nennen sie Let's Play Bibel. Ne, Bibel wäre ja jetzt schon wieder ein Ausdruck, den wir klauen würden. Und uns dann mit einer anderen Religion gleichsetzen würden, prinzipiell. Was ja sowieso jeder ist, weil jeder hat eine Bibel, nur mit einem anderen Namen. Wir nennen unsere Bibel einfach Bibel. Somit Video-Ibel. Bibel. Also, wir gründen eine neue Weltreligion. Wir haben den Gott Cornel. Das bin ich bin quasi so wie Jesus. Ich wurde geboren, um Let's Plays zu machen, damit ich die frohe Kunde unserer Religion, ja, das ist natürlich falsch, quasi verbreiten kann. Ja, bedeutet. Wow, das war knapp. Ah, krass. Bedeutet also, ich bin zum einen Gott. Zum anderen Cornel und zum dritten der Heilige Geist. Den gibt es bei uns auch. Ja. Es gibt bei uns auch... wir werden auf jeden Fall auch eine Kirche bauen. Ja, damit wir Steuern so für uns
nutzen können, womit wir dann wiederum Spiele kaufen können. Das ist natürlich eine ganz klare Sache. Außerdem müssen wir natürlich, gibt's bei uns in einer, gibt's bei uns dann in der Kirche, gibt's dann Bier natürlich. Ich meine, der heilige Kornel sprach zu seinem Jünger und sagte, trinket, nehmet das Bier und trinket so viel davon, bis ihr mich seht. Denn das ist der Weg zur Herrlichkeit und zu deinem Schöpfer. Amen. Oder irgendwie so. Das habe ich quasi zu Galkind gesagt, ja. Und da ich natürlich dann auch der Gott bin von den Let's Play Religion, ist natürlich jeder Gronkh ist mein größter Jünger. Ich benutze ihn quasi, um Let's Plays in die Welt zu tragen. Man weiß es noch nicht so genau, dass das wirklich eine Religion ist und dass ich Gott bin, weil wir machen das dann eher so ein bisschen top secret. Damit wir da nicht direkt so von der Tür in ein Haus fallen. So ein bisschen wie die Scientology-Leute. Da weiß ja auch keiner, dass das keine Religion ist. Oder das ist eine Religion. Da weiß sowieso keiner, was das ist. Die wissen alle nur, wenn ich rausgehe, sterbe ich. Ja, ja. Die Welt ist voller Böser. Woo! Ja, das war sehr schwierig. Dab, 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 da, dab, 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 dab. Ja, und Wasser, natürlich. Jo. Ach, das war ein One-Up. Ich dachte, das wäre ein Pilz gewesen. Wollte mich gerade schon cool fühlen, so. Von wegen, jo, war doch klar, dass da ein Power-Up ist. Ja, noch ein bisschen mehr. Du weißt ja gar nicht, wo du hin sollst. Ja, und Milcha Koopa. Das ist richtig. Nein! Da hätte ich durchziehen müssen. Ah, das ist, wenn man... Und zack! Und Milcha Koopa on the way. Dop, dop, dop. Dop, 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 dop. Ja. Natürlich muss mich im letzten Moment diese Scheißpflanze treffen. Meine Güte. Wer hat eigentlich Pflanzen auf diese Welt gesetzt? Das kann nicht ich gewesen sein. Also ich als Herrscher, als Gott. Bonusgame mit veränderter Musik. Ich raste aus. Was, welche Innovation. Oh, ich hätte gerade Bock. Ich habe in der letzten Zeit, habe ich manchmal Lust, mich mit jemandem zu streiten. Einfach nur zu streiten. Manchmal habe ich Lust dazu, aber ich habe keinen. Ich weiß nicht, mit wem ich mich streiten soll. Ich hoffe dann immer, dass mich irgendjemand dumm anmacht, aber es passiert nicht. Was jetzt nicht heißt, dass ich gerne auf die Straße gehe und mich kloppen möchte, ja. Also, ich habe mich noch nie in meinem Leben gekloppt, meine Damen und Herren. Ach so, wir sollten vielleicht mal, ist mir scheißegal. As you march on through the night, the darkness is a sea. Stare at the silence, stars and shadow symphony. Komm, jetzt werden es hier. Wollen die mich eigentlich verkackeiern? Okay. Da gibt's also ein Secret Exit. Wahrscheinlich. Ja, ist mir egal. Ich würde sagen, wir machen erstmal das normale Exit und gucken. Ja, oder ich würde sagen, wir sterben einfach. Ja, sehr gut gelandet. Ja. Geht es jetzt ewig so weiter? Ich weiß nicht genau, was ich mache. Ja, meine Damen und Herren. Das ist der unendliche Münzblock. Den suchen viele auch. Hä? Ist es so geplant? Soll man das können? Ich weiß es nicht. Sehr mysteriös. Okay. Auf jeden Fall gibt es hier Unsichtbares. Ist ja auch... bei uns in der Religion gibt es natürlich auch Unsichtbares. Ja, in meiner Religion. Ich bin quasi... Das ist nämlich das Problem. Deswegen
habe ich auch immer so viel Pech im Leben, weil der christliche Gott will mich natürlich versuchen zu eliminieren, damit nicht rauskommt, dass ich der wahre Gott bin. Also, das ist so, der christliche Gott ist so ein ziemlicher, also es gibt so ein, bei uns im Götterforum, ja, da haben wir so ein paar, es gibt verschiedene Götter. Der einzig wahre bin natürlich ich. Es gibt da dann noch den christlichen und andere, über die ich nicht reden darf, weil dann kriegst du auf die Fresse. So, auf jeden Fall ist es so, dass der christliche Gott sich ja hier schon ziemlich gut etabliert hat. In Europa allgemein so. Und die Sache ist die, er hat Angst, wenn meine Religion wirklich sich verbreitet und die junge Leute haben einfach diesen Zeitgeist meiner Religion, versteht ihr? Es war auf der Erde nie so die Zeit, wo man an meine Religion wirklich geglaubt hat, aber jetzt kommt sie und deswegen will er mich natürlich eliminieren. Ja, damit ich nicht die frohe Botschaft, ja, bei meinen Predigten verbreiten kann, das ist ganz klar. Das ist unglaublich klar. Und deswegen habe ich so viel Pech im Leben. Weil ich natürlich jetzt momentan als Mensch auf der Erde bin und mich dann nicht mehr direkt wehren kann. Ja, das war ja bei Jesus auch so, ihr wisst es ja alle. Ich meine, wäre ich nicht gewesen, ja, wäre Jesus niemals am Kreuz gelandet. Die Römer, die hätten ihm da auch noch geglaubt, aber ich habe da ein bisschen dran gedreht und zack und bam und dann waren die Römer weg. Beziehungsweise waren die Römer nicht da, genau. Ach ja, und ja dann, ne, wie das Leben so will, ist Jesus halt nicht gescheitert. Ich muss sagen, er hat das Beste daraus gemacht. Ja, wenn man heutzutage ihn immer noch anbetet, nach so vielen Jahren, ist es schon nicht schlecht. Aber jetzt ist das Spiel natürlich andersrum. Jetzt bin ich auf der Erde und er versucht mich da zu eliminieren. Ja, es gelingt ihm natürlich nicht, weil ich bin selbst als Mensch noch göttlich. Das ist so... Oh, fuck, ey. Wisst ihr, was mir heute Nacht um mal etwas... Muss ich jetzt jedes Mal an der gleichen Stelle sterben? Ja. Wisst ihr, was ich heute... Mir ist heute wieder eine Buchidee gekommen. Sowas kommt mir öfters. Also ich habe ja eine Buchidee, die ich schon mal versucht habe zu schreiben, was nicht funktioniert hat. Oder was hat... Ich habe 10 DIN A4 Seiten oder so. Aber ich habe noch eine neue Buchidee gehabt oder eine Filmidee, das ist nicht immer so klar. Also es ist eher einfach so eine Geschichtenidee. Und zwar ging es darum, dass Gott dich hasst. Also der Titel wäre Mein Feind Gott. Irgendwie so. Wie komme ich denn da unten? Ich weiß es nicht. Und im Grunde geht es einfach darum, dass Gott dich quasi, dass Gott einen Menschen erschafft. Also Gott produziert Menschen wie in einer Fabrik. Ist ja klar. Ist mir egal. Und wir sollten echt mal einen Schnitt machen. Auf jeden Fall produziert Gott Menschen ja wie in einer Firma. So, man braucht ja immer wieder neue Menschen. Und zwischendurch macht er Genies und solche und was so gerade auf der Erde vonnöten ist. So. Die Sache ist nur, dass er jetzt jemanden gemacht hat, den er gar nicht machen wollte. Und das ist ein sehr charmanter Kerl. Ich würde ihn einfach mal Cornel nennen, ohne da natürlich jetzt auf echte Menschen Rückschlüsse schließen zu lassen zu wollen. Auf jeden Fall ist er ein sehr charmanter Mann und er kann irgendwas, was Gott nicht wollte, was er können soll. Und deswegen muss Gott ihn wieder eliminieren quasi. Allerdings merkt Gott das erst, weil an dem Tag, wo er 18 wurde, weil erst da Gott dann wieder eine größere Inanspruchnahme eines Menschen hat, weil dann die Eltern wegfallen quasi und der Gott wieder da ist. Und ab dem Moment versucht er ihn durch Unglücke umzubringen oder so, weil er darf natürlich sein, würde Gott aktiv sein eigenes Geschaffenes töten, würde er natürlich explodieren. Ja, es ist Gott, er kann nicht einfach von sich Geschaffenes kann er nicht einfach töten, weil das wäre ja so, wie wenn man etwas kocht und dann reinkotzt. Das macht man ja nicht, weil man ja... Na gut, wenn ich jetzt was kochen würde, was kompliziert ist, würde ich wahrscheinlich danach reinkotzen. Darum geht es aber nicht.
Und auf jeden Fall so. Und dann hast du halt als Feind Gott und der macht Unfälle, weil er irgendwas, ja, eine Briefmarke vom Himmel fallen lässt. Keine Ahnung. Ist mir so eingefallen. Fand ich lustig, ja. Gut. Ich sag jetzt einfach mal Tschüss. Tschüss. Tschüss.